Forscher der Universität von Hawaii haben Drohnenaufnahmen von Buckelwalen veröffentlicht, die in den Gewässern von Südost-Alaska auf Futtersuche sind. Diese Luftaufnahmen lassen eine ganz neue Sicht auf das Verhalten der Meeressäuger zu, wie Lars Beider, Leiter des Forschungsprogramms der Universität, erklärt. Das Filmmaterial ist ziemlich bahnbrechend, denn wir beobachten, wie diese Tiere ihre Beute manipulieren. Sie treiben sie in die Enge. Wir können nun neue Erkenntnisse gewinnen, was vorher für uns nicht möglich war. Durch die Filme wird deutlich, wie die Wale eine Art Netz aus Luftbläschen kreieren. Und das Besondere an den Aufnahmen ist, dass nun die aus der Luft verglichen werden können mit denen, die die Perspektive der Wale wiedergeben. Für die Kameras, die am Körper der Tiere montiert waren, haben die Wissenschaftler spezielle Saugnäpfe genutzt.